Hallo meine lieben Birdrider, hier ist wieder euer Landsquid. Wir betreten heute das Nest der Lycans und ich kann euch schon mal vorwarnen, die Folge wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer als normalerweise. Ich muss vielleicht recht abrupt leider abbrechen, weil bald wir wichtigen Besuch jetzt kriegen. Aber bis dahin habe ich noch vielleicht eine halbe Stunde mit Glück, schauen wir mal. Und damit können wir vielleicht wenigstens die Festung heute noch hinter uns bringen. Gemütlich haben sie es hier. Das muss ihr Nest sein. Und schon umzingelt. Mist. Gemeinheit. Oh, ich habe keine Heilung mehr anscheinend. Na, dann craften wir uns mal lieber ein, zwei. Kann eh nur zwei machen. Da will gar nicht noch ein paar Schrotflinten-Munitionen craften. So, das Kleingeld nehmen wir mit. Guck mal, wie schön die eigentlich, ne, an den Wänden rumklettern können und so. Voll irre, oder? Zeigen die nie im Spiel, außer hier in der Festung. Die haben so viel Movement-Möglichkeiten bekommen. Die können sich hier auch an den Lianen rumschwingen und sowas. Machen die nur hier in diesem einen Raum. Ansonsten nicht. Komisch finde ich das. So verschwendetes Potenzial oder zumindest so wenig genutzte. Da ist ja viel Arbeit reingeflossen in die KI und in die Animationen. Verrückt. Holy Potato, das ist eine Ansammlung. Das schreit nach Granatenparty. Oh mein Gott, ich habe mich selber damit umgebracht. Ich bin mir immer nicht sicher. Manchmal tut Sprengstoff einem selber weh und manchmal ist man gefühlt immun gegen den eigenen Sprengstoff. Die Regeln sind da irgendwie seltsam. So viel Loot. Ja, ich glaube, da war schon. Da war es schon zu Ende. Da haben wir uns jetzt ganz schön durchgerambot. Aber satt waren die Werwölfe immer noch nicht, kann ich schon mal sagen. Nicht zu früh freuen. Laden mal ein paar Waffen nach, die werden wir gleich brauchen. Nö, das nicht. Vielleicht hätte ich doch ein bisschen Maschinengewehrmunition kaufen sollen beim Duke. Aber gut. Ich würde sagen, los geht's, ne? Ich werde jetzt übrigens, euch fällt wahrscheinlich auf, dass zurzeit wenig Let's Plays kommen, auch zu den anderen Reihen, Witcher, Final Fantasy. Das ist nur vorübergehend jetzt. Ich werde das wirklich nachholen. Ich baue gerade wirklich ein bisschen, ich habe gerade echt einen guten Produktionsflow irgendwie, was die Special-Videos angeht. Und ich baue da wirklich gerade im Grunde sehr viel Back-Catalog auf. Ne, nicht Back-Catalog, sondern ich produziere sehr viel vor. Wenn ich jetzt bald, wahrscheinlich nächste Woche, es geschafft habe, dass ich eine ganze Woche Special-Videos im Vorfeld vorproduziert habe, dann fange ich an, dass ich die Let's Plays nachhole und auch Let's Plays wieder vorproduziere. Dann hole ich da auf, was jetzt quasi in der großen Resident Evil 8-Lore-Zeit ausgefallen ist. Aber ich möchte wirklich... Oh. Werwölfe beim Phrase... Aber ich möchte wirklich einigermaßen erstmal eben jetzt auch mein Special-Repertoire quasi
abdecken. Weil das halt für das Wachstum des Hauptkanals gerade wirklich wichtig ist. Ich hoffe, ihr habt Verständnis. Die Order des Königs hat uns endlich erreicht. Rückzug. Es ist äußerst ärgerlich, dass wir den Ketzern die Festung an den Grenzen überlassen müssen. Wenn nur etwas mehr Zeit wäre, könnte sich das Blatt sicher zu unseren Gunsten wenden. Nein, das ist bloß vornehmes Getue. In Wahrheit ist es meine Neigung, die mich an diesen Orten hält. In der Gegend gibt es ein paar Ruinen, die laut den Bewohnern schon sehr alt sind. Den Zeremonienplatz mit 4 übermächtigen Statuen, die Höhle mit Wandmalereien und einen steinernen Sockel, den sie den Kelch des Giganten nennen. Wer hat all das erschaffen? Wo kam der oder die Erbauer her? Und wo sind sie hin? Es wurmt mich, dass wir diesen Ort ohne dieses Wissen hinter uns lassen müssen. Das ist eine sehr interessante kleine Aufzeichnung, ne? Weil diese Aufzeichnung sagt uns, ich meine, die Order des Königs hat uns erreicht, Rückzug. Das heißt, das ist wahrscheinlich eher in mittelalterlichen Zeiten. Sollte man zumindest meinen. Die Zeiten, wo Könige Militäre irgendwie rumordern, sind in den meisten europäischen Ländern lange vorbei. Ich glaube, selbst in England und so haben die nur noch repräsentative Zwecke, die Königshäuser. Naja, genau. Und dann kommt eben dieser Begriff der Ketzer vor. Das heißt, diese Festung hier, wahrscheinlich dieses ganze Dorf, war schon sehr viel lange vor Mother Miranda und lange vor den ganzen Cadeau-Experimenten, irgendein Ort, der von der christlichen Welt als was Fremdes oder so beschrieben wurde. Wahrscheinlich zumindest, könnte man so interpretieren. Und dann haben wir noch diesen uralten Zeremonienplatz, wo nicht mal die mittelalterlichen Invasoren wissen, wer den erbaut hat und was da überhaupt los ist. Ich warte jetzt noch, dass der 9. Teil Aliens einführt. Das wäre die Krönung des Trash-Story-Writing. Dann sind alle Tropes drin. Jetzt hatten wir Viren und Pilze und Parasiten, Zombies und Monster und Werwölfe und Vampire. Jetzt kommen Aliens im 9. Wartet's ab. Ich glaube nicht wirklich, aber ich weiß nicht, ob ich's cool fände. Ich weiß schon. Es würde da ganz viele Leute wieder geben, die sagen, das ist nicht mehr Resident Evil, wie es immer gibt. Auch ne, aus guten Gründen. Aber ich würde sagen, ja komm, YOLO, jetzt kommen die Aliens, passt schon. Whatever. In Wirklichkeit stellt sich raus, die Progenitor-Pflanze ist ein Alien-Virus quasi. Der Progenitor ist ein Alien-Virus und die Pflanzen sind von Aliens da gepflanzt worden und der Mold ist auch irgendwie alles Aliens. So. Uriash, der Bürgermeister. Das ist nicht gut. Er war wirklich früher der Bürgermeister des Dorfes und ist dann zum Anführer der Lycans geworden. Wie passend. Wo ist er denn? Ah, da oben ist er. Schuss in die Achselhöhle! Ich mein, krasser Werwolf-Mutant sein. Schön und gut, ist okay. Aber die Kugeln aus diesem Revolver gehen durch den durch. Ich schieße richtig Löcher in den Ball. Da muss er doch mal kaputt gehen. Jawohl, kristallener Hammer. Leck mich doch. Nee, danke, Ethan. Aber wenn wir hier raus sind, gehen wir zum Duke und dann sind wir super reich. Der Duke wird sich freuen, wir werden uns freuen. Der Geldbeutel wird sich freuen. Alle werden sich freuen. Das wird ein Fest.
Der Duke freut sich aber auch immer. Insofern, aber trotzdem. Der Duke ist so ein fröhlicher Charakter. Ich mag den. Kristallhöhle. Ja genau, hier können wir nämlich auch noch ganz viel Schätze aus der Decke schießen. Ich verstehe nicht genau, wie Ethan hier entscheidet, was wertvoll ist und was nicht. Keine Ahnung. Ich meine, man könnte meinen, hier ist alles irgendwie wertvoller Loot, aber nee. Nur da, wo es so komisch glänzt. Das sind die Kristallsplitter, die wir mitnehmen. Die anderen lassen wir liegen. Haben wir alles? Nix verkommen lasse. Seht ihr noch was glänzen? Wenn ja, schreibt es mir bitte nicht in die Kommentare, damit ich mich nicht ärgere, was übersehen zu haben. Schreibt bitte in die Kommentare, hey, du hast alles zu 100% immer perfekt gelootet. Juhu, wir wissen alle, dass es nicht stimmt. Aber es wäre nett, wenn wir einfach so tun, als ob. So, gehen wir in den Keller. Ja, yeah, Doppelkistenattacke. Oh oh, ein Fernseher. Jetzt kommt Samara, wahrscheinlich. Der Torso. Was? Du hast was drauf, Winters. Respekt. Wart's ab, Arschloch. Wenn ich dich finde, dann... Komm runter. Nicht mehr lange und du bist am Ziel. Ich helfe dir. Aber dafür musst du... Muss ich was? Komm erstmal zu mir. Platziere die Flakons auf dem Altar. Den Rest findest du sicher selbst raus. Bis dann, Winters. Verdammt. Guglielmus, irgendwas. Auch einer der vier Gründer. Na dann. Ah ja, komm. Da ist ein optionaler Schatz unten. Ein bisschen gruselig. Ein bisschen unheimlich. Aber zu optionalen Schätzen kann ich nicht nein sagen. Notiz der Cadeau-Implantation. Proband 174 bis 181. Proband 174 Mihai M. Merkmale 21 männlich, Silberschmied, Narbe von seiner Lungenentzündung. Ergebnis geringere Kompatibilität, Cadeau konnte nicht wachsen, Transformation des Körpers, Beeinträchtigung der Wahrnehmung, typische Anzeichen eines Lycans, auf die Weide geschickt. Proband 177, Bernadette B., Merkmale 21 weiblich, keine Beschäftigung, keine Vorerkrankungen, Ergebnis tot. Proband 181, Alcina D., Merkmale 44 weiblich, Nachkomme aus Adelsgeschlecht, nicht aus dem Dorf. Aha, das ist die Information, nach der ich immer gesucht habe, hier steht's. Sie ist zwar der, das ist sehr komisch, ne? Sie ist zwar, glaube ich, eine Dimitrescu, aber wahrscheinlich irgendwie eine entfernte Verwandte, die nicht aus dem Dorf kommt. Und dann passt das sogar zusammen. Dann passt das zusammen, was ich mich immer gefragt habe, die widersprüchlichen Informationen, die man findet. Sie ist wahrscheinlich irgendwie eine Nachfahrin der Dimitrescu tatsächlich, die aber wohl vielleicht schon lange, vielleicht schon seit Generationen nicht mehr hier im Dorf lebt.
Aber wie ist dann Miranda an sie rangekommen? Es ist komisch, ne? Aber gut. Vererbte Blutkrankheit. Ergebnis sehr gute Kompatibilität. Kein Wahrnehmungsverlust. Kann ihren Körper nach Belieben verändern. Maßnahme zur Wahrnehmungskontrolle. Implantiert. Und zur Beobachtung entsandt. Okay. Und jetzt kommen die Toten. Wo haben die eigentlich immer die ganzen Waffen her? Werden die eigentlich mit Waffen beerdigt hier in dem Dorf oder so? Wer weiß. Vielleicht ist das so ein altes Ritual. Wobei das, wenn man weiß, dass in dem Dorf ab und zu die Toten wieder aufwachen, ist das ehrlich gesagt ein ziemlich dämliches Ritual. Dass man die dann mit Waffen begräbt. Ah, naja. Sodala, sehr schön. Dann hätten wir das nämlich auch. Wow, Ziege! Dann haben wir die Festung hinter uns gebracht. Die ist wirklich ein harter Part. Das sah jetzt, ich weiß schon, das sieht mit meinen super krassen Waffen und so alles leicht aus. Aber das hat's in sich. Ich bin hocherfreut, dich lebend wiederzusehen. Ich auch, Duke. Ich auch. Den Kelch des Giganten in die Hosentasche gesteckt. Sag Bescheid, wenn du was brauchst. Soll ich etwas für dich auswählen? Elf Werwolfschädel. Nicht schlecht. Meine Güte, jetzt sind wir aber echt reich hier. Uiuiuiui. Die Halskette verkaufen wir jetzt auch, die goldene Statue auch, den Teller auch, ein antiker Teller aus dem Besitz Guglilmos, einem der vier Gründer. Das Geflügel, den Fisch, ne, das Fleisch, das wir dem Weihnachtsmetzger geklaut haben, können wir hier auch verkaufen. Aha! Und jetzt haben wir gut Kohle, das heißt Munitionskapazitäts-Upgrade und Nachlade-Upgrade für unsere Pumpgun. Überlass das mir. Und somit ist die Pumpgun gemaxed. Sehr schön, oder? Meine erste ausgemaxte Waffe. Besser wird sie nicht mehr. Ich meine, jetzt könnten wir theoretisch den unendlichen Munitions-Cheat im Grunde freischalten, den man auch einfach so im Spiel benutzen darf, ohne dass irgendwas... Na, das ist okay. Aber das will ich gar nicht. Das will ich gar nicht. Ein bisschen Kleingeld hätten wir noch, aber da können wir jetzt nichts. Na, ja, okay, von mir aus. Aha. Schönen Tag. Na gut, speichern wir. Na gut, Leute, dann muss ich jetzt leider, wie gesagt, früher Schluss machen mit dieser Folge. Aber das ist jetzt gerade ein guter Punkt. Hier können wir beenden. Und dann gehen wir nämlich das nächste Mal zu Heisenberg. Und dann geht's auch echt schon Richtung Finale des Spiels. Also wir sind jetzt, die Uhr zeigt hier 5 3/4 Stunden. Wir haben es recht ausführlich gespielt, sind aber tatsächlich echt ganz gut vorwärts gekommen. Wenn wir uns ein bisschen ranhalten, wird Heisenberg 2 bis 3 Folgen tatsächlich in Anspruch nehmen. Das ist ein relativ langes Kapitel, gerade wenn man sich ab und zu mal verläuft, was durchaus passieren kann. Und dann geht's auf zum Finale. Also nächste Woche werden wir hier vielleicht fertig. Da hole ich auch vielleicht ein bisschen die jetzt verlorene Zeit der Let's Play-Folgen nach. Na schön, Leute. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wie gesagt, nächste Woche geht's dann wahrscheinlich auf Richtung Finale. Bis dann, macht's gut. Ciao.